So, da wären wir wieder. Nachdem wir die letzte Folge eigentlich nur rumgelaufen sind, um den Heiltrank wieder zu bekommen. Also die Schriftrolle zu bekommen, mit der man dann die Heiltränke herstellen kann. So, und jetzt sind wir. Da kamen wir her. Jetzt wollen wir da weitermachen, wo wir jetzt vor 2 Folgen eigentlich aufgehört haben. Nämlich bei den Würmern. Sind wir da überhaupt richtig hier? Ich glaube, das Gitter, wo wir uns durchteleportieren müssen, kommt erst noch. Also haben wir nicht ganz da aufgehört, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Also vorletztes Mal aufgehört hatten. Ah, verwirrend. So. Da geht's nicht weiter. Da kamen wir eigentlich her. Ja, da geht's nach oben. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt zu der Tür, wo wir uns durchschlagen konnten. Die ist hier. Und dahinter war irgendwo ein Gitter, das man nur öffnen, genau, das man nur öffnen konnte, wenn man auf den Schalter hier drückt und er ganz schnell nach rechts geht. Das werde ich dann mit dem Ziffernblock machen müssen. Ja. Also drücken und rüber. Zu langsam. Drücken und rüber. Au. Ja, das war schnell genug, auch wenn es weh tat. So, Navi braucht aber erstmal seinen Stein wieder. Oh, warum hat er eine Kopfverletzung? Achso, weil ihm gerade ein sehr, sehr schweres Gitter mehrmals auf den Kopf geschlagen hat. Wie allen anderen auch. Aber das finde ich cool, dass sie das so detailliert machen. Ah, dass es quasi Trefferzonen gibt. So, Essen kann nicht schaden. Außer wir sind überladen, was wir natürlich sind. Oh, er hat Hunger. Das können wir doch nicht zulassen. Stopft ihn voll mit allen möglichen ekligen Wurmscheiben und Pilzstücken und was wir sonst so alles haben. So, hier haben wir gegen die ganzen Würmer gekämpft. Oh, da ist eine Münze drin. Ja, deswegen sollten wir echt immer alles an Essen aufheben. Wir wissen nicht, was da drunter liegt. Und ich habe schon wieder mit der Tastatur gelenkt. Das Unterbewusstsein kann einen manchmal ganz schön verarschen. So. Wo ging es hier lang? Ich höre keine. Nee, ich höre keine Würmer. Das heißt, wir können schon mal ein paar Zauber vorbereiten. So. Dann schlafen wir einfach mal. Genug Essen und Trinken haben wir ja. So, das reicht. Immer noch kein Wurm. Ich kann mich jetzt aber nicht daran erinnern, wie weit wir hier schon vorgedrungen waren. Aber sehr... Ah, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Aber sehr weit war es, glaube ich, nicht. Die Schriftrollen hatten wir aussortiert. Gucken wir mal kurz, was das ist. Genau, das ist die Giftwolke. Die kennen wir schon. Kann alles da bleiben. Ja, eine Minimap wäre hier echt praktisch. Aber sobald wir den Punkt gefunden haben, wo wir vorletztes Mal aufgehört haben, dürfte es eigentlich ganz lockerflockig weitergehen, weil dann wissen wir ja, woher wir kommen, wohin wir müssen. Da ist schon mal ein Schlitz in der Wand, den kannte ich noch nicht. Also waren wir hier vorher noch nicht. Das heißt, wir werfen einfach mal was rein. Nichts passiert, wir werfen noch was rein. Geht nicht. Hä? Das ist jetzt komisch. Haben wir vielleicht irgendwo eine Kupfermünze? Oder Silber? Will er auch nicht? Will er auch nicht. Ha! Huh. Oh, der war vorher nicht da. Das ist ja komisch. Also der Schlitz hat hier das geöffnet, aber das ist gar kein Teleporter. Müssen wir mal was rein. Nö, ist kein Teleporter. Komisch, komisch. Na gut, hier geht's offensichtlich weiter und hier waren wir noch nicht, sonst hätten wir den Schlitz gesehen letztes Mal. Was haben wir hier? Ich glaube, in manchen von denen war was drin, aber ich bin mir nicht sicher.
Können wir auf jeden Fall mal ausprobieren, jedes Mal, wenn wir die Dinger sehen. So, links oder rechts? Links oder rechts? Links. Das führt eh zu dem rechten Gang. Okay. Und ein Schild. Schöne Sache. Hier ist sonst nix. Gut, dann wieder zurück zu der Kreuzung. Genau, hier haben wir uns entschieden, links oder rechts. Dann ging es da weiter. Keine Gegner. Lesen wir, was an der Wand steht. Abkürzung. Abkürzung wohin? Na gut, wir haben noch einen von den goldenen Schlüssel über. Der passt auch. Schön. Abkürzung zurück. Ja, nur wohin und woher? Ha, na gut, gucken wir uns einfach mal hier um. Hier waren wir ja bestimmt noch nicht, wenn die Tür zu war. Da sehe ich schon mal ein Schwert. Was für ein Schwert bist du denn? Ein Rapier. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was von den dreien das Beste ist. Das heißt, wir nehmen die erstmal mit. Und bis zur nächsten Folge gucke ich nach, welches mehr Stärke hat. Ich habe gerade was gehört. Hörte sich an wie eine Mumie oder so ein blauer Typ mit einer Keule. Und das war weder das eine noch das andere. Stirb. Und gleich wieder vorbereiten. Nehmen wir mal die zweite Stufe davon. Also die nehmen immer die zweite Stufe und die beiden hier nur die erste. Sonst ist die Chance zu groß, dass der Zauber misslingt. Ja, du hättest eigentlich was Höheres nehmen können. Aber es soll reichen. So, da drunter ist nix. Auch nix. Du hast genug Steine? Ja, du hast genug Steine. Kann alles weg. Kann da was drin sein? Nö, anscheinend nicht. Dum, dum, dum. Aber ich hatte das früher in Erinnerung, dass sobald man auf die Würmer stößt, man auf sehr, sehr viele trifft. Aber anscheinend täuscht mich meine Erinnerung da. Vielleicht war es einfach nur ein bisschen später. Aha, okay, oder auch nicht. So. Stirb, 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 stirb. La la, hack, schmeiß, werf, schieß, hack. Gut. Und Z hat ein Zaubererlevel bekommen. Das ist doch schön. Das kann alles zu Nabi. Tür auf. Wo ist der Wurm? Ich höre dich. Und dich beschmeißen wir mit den Stücken von deinem Kumpel. Chop. Chop. Schieß. Ah, der steht falsch. Oh, 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 oh. Da sehe ich gerade was, was ich nicht sehen sollte. Ein fast toten Charakter. Alle Heiltränke zu Z. Genau deswegen habe ich die vorbereitet. So, Tür zu. Da Z ja eh gerade ein Magier-Level bekommen hat, kann er jetzt auch mal seine Priester-Level steigern. 128 Lebenspunkte schon. Das ist doch ordentlich. So, kannst du alle gleich trinken. Ja, das war mal viel zu knapp. Aber daran merkt man auch, dass unsere Charaktere noch nicht genug Lebenspunkte haben. Und deswegen lasse ich die jetzt alle stupide Priesterlevel trainieren. Das muss halt mal wieder sein. So, du hast kein Mana mehr. Du hast noch. So, du trinkst jetzt einfach, machst 9 und Priesterlevel. Schon 6 Lebenspunkte mehr. Nicht viel, aber jedes bisschen hilft. Weiter. Nabi. Nabi ist da. So, und Priesterlevel. 10 Lebenspunkte mehr. Och nö. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das zufällig ist, wie viele Lebenspunkte man bekommt. Das wäre richtig ärgerlich. Aber achten wir mal drauf. Er hat jetzt 119. Ah, ist doch falsch.
Auch wenn ich nicht glaube, dass wir jetzt noch ein Priester-Level bekommen. Zack, zack. Zack, zack. Eins, zwei. Nee, es wird nix. Na gut, aber wir können das dann bei Elijah probieren. Der wird auf jeden Fall ein Level bekommen, so viel Mana wie er noch hat. So, Elijah hat 109. Okay. So, nach der Theorie müsste er jetzt, wenn er ein Level abbekommt, als Priester auf 119 kommen. Das schauen wir einfach mal. So, wir können auch aber die austauschen. Glaube ich, ein bisschen einfacher. So. Also schön Spam, Spam. Lecker Spamfleisch. Aber er hatte auch vor kurzem Level Up schon gehabt als Priester. Wir hatten ja am Anfang, als wir die Tränke zum ersten Mal gefunden haben, gleich ganz viel gemacht. Müssen wir jetzt schauen. Und er kann auch nicht einfach den Spruch sprechen, obwohl wir die Flasche schon voll haben. Das wäre wohl zu viel Power Gaming für das Spiel. Gut, dann muss meine Maus und meine Klickhand halt ein bisschen leiden. Und wir prügeln uns dadurch. Ich will jetzt wissen, ob das random ist oder nicht. Ah, Mana ist alle. Na gut, schlafen wir. Gucken wir mal so mit einem halben Auge auf Z, obwohl das Gift da nicht gegen ankommt. Nö, kommt absolut nicht gegen an. Gut, gut. Also, weiter. Wir wollen Priesterlevel, wir wollen Priesterlevel. Mit dem Mod kann man jetzt ja auch Schwierigkeitsgrade einstellen, so wenn ich das richtig gesehen habe. Also wir spielen jetzt auf Normal und es gibt noch zwei Schwierigkeitsgrade höher. Ich will nicht wissen, wie viel Power Gaming man da betreiben muss. Da erschafft man sich schon am Anfang die Charaktere und schreit erstmal 3 Stunden lang die Wand an, um irgendwelche Level zu bekommen mit jedem Charakter. Aber es dauert ja echt ewig. Vielleicht sollten wir doch umsteigen auf eine höhere Magiestufe. Na gut, gucken wir kurz bei Nabi. Nehmen wir einfach mal das da und Wasser. Das da und Wasser. Das da und Wasser. Nö, scheint nicht wirklich viel mehr zu bringen, auch wenn sie das schwer sagen lässt, da es keine Anzeige gibt. Nochmal schlafen. Kriegen wir wenigstens ein bisschen was von dem Essen los. So, Elijah, du musst jetzt endlich dein Level bekommen. Vielleicht gibt es ja auch so eine Art Blockade, dass man in einer gewissen Zeit nur so und so viele Erfahrungspunkte bekommen kann. In einer Klasse. Das wäre natürlich hinterhältig. So. Und nächste Runde, nächste Runde. Aber ich kann ja nebenbei noch was anderes erzählen. Es gibt ein neues Spiel, obwohl mir der Name gerade nicht eingefallen ist. Das ist fast genauso wie Dungeon Master. Also ist auch so semi-3D wie das hier. Also es hat so weichere Übergänge wie bei Anvil of Dawn. Aber trotzdem ist es eigentlich nur eine 2D-Grafik. Darauf freue ich mich schon. Ist, glaube ich, gerade in der Beta-Phase und müsste in einem Monat oder so rauskommen. Wenn ich dran denke, kann ich den Link hier unten in die Beschreibung reinpacken. Weil das wäre es eigentlich. Ein Spiel mit einer nicht zu guten Grafik, wo alles schön übersichtlich ist, das Spiel an sich nicht zu groß ist und man dafür wesentlich mehr Content reinhauen kann. Weil das stört mich schon teilweise. Klar, Grafik zwischendurch ist ganz okay, aber ich hätte lieber ein Spiel, das 10-mal so lange geht und dafür wesentlich schlechtere Grafik. Ich glaube, das wäre irgendwie Gates of irgendwas oder Gear of irgendwas. Und schon wieder nicht. Das war. Aber das Essen geht fast gar nicht runter. Das ist ja echt albern. Können wir ja Tage durchschlafen. Dann essen wir eine Hühnchenkeule und schlafen wieder Tage durch. Da muss der Mod irgendwas verändert haben. So, jetzt komm schon. Wir sind schon am 3. oder 4. Tag schlafen, nur um zu gucken. Das waren jetzt 12 Punkte.
Also scheint es wirklich random zu sein, wie viele Lebenspunkte man bekommt. Das mag ich absolut nicht. Na gut, mit der Gewissheit speichern wir mal ab. Da, LP006. Und in der nächsten Folge machen wir was anderes außer Power Gaming. Also bis dann.